Also wenn ich jetzt in die Nähe von dem Zwergische Überreste waren nichts mehr. Wenn ich in die Nähe von dem Tor gehe. Was folgt der Einaugen bewacht das Herz vor der Gier der träumenden Wesen und den Augen finsterer Drachen. Das würde die Tür öffnen, okay. Quick Save. Jetzt will ich ausprobieren, kann ich auch zu der Tür oben gehen? Oder passt jeder Schlüssel nur in ein bestimmtes Schloss? Ja, Fragen über Fragen. Weil wir haben den Teleporterraum und wir haben die Grolmenhöhle. Und hier in der Grolmenhöhle ist ja auch ein Tor. Ist die Frage, ist das das letzte Tor dann? Ja, das Tor können wir nicht benutzen. Okay. Aber wir können uns merken, im Teleportraum, dass es hier noch eine Geheimtür gibt. Also eine rissige Wand, mit der wir noch nichts anfangen können. Also gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, hier weiterzugehen. Ja, die Cutscene können wir überspringen, weil die hatten wir gerade. Tagebuch sagt: Die zweite Inschrift lautet: Das Volk der Einaugen bewacht das Herz vor der Gier der Gräumwesen und den Augen finsterer Drachen. Für die letzte Tür brauche ich noch einen Schlüssel. Also, ja, das. Dann suchen wir mal danach. Untoter Grollen. Oh, hi. Wie stark bist du? 100 Lebensenergie. Okay, dann. Ein Zwerg, ein Bein, eine Axt. Wird's lustig. Alles klar, Zeri. Aber untot heißt es brennt gut. Deine Bursche war sicher ein untoter Grollen. So, untoter Gräum tot. Kohle, Diamantstab und ein Schmiedehammer. Aber ja, ich glaube, wir könnten uns mal reinigen. Ups, das war eins zu viel. Und einfach mal hoffen, dass wir keinen Amöben mehr begegnen. Weil die ganze Zeit zu stinken ist auch keine tolle Sache. Okay, noch mehr untote Grolme. Oh, viele untote Grolme. Lass das mal vor, ey. Angroschstab. Alles klar. Aber wie gesagt, die brennen gut. Ein Grolmgeist.
Okay, der ist nicht sonderlich stark. Also, wie es aussieht, können aus untoten Grolmen Geister noch entstehen. Okay. Was habt ihr so dabei? Dietriche? Okay. Zwergenstahl und ein Schmiedehammer. Lass das mal vorgehen machen. Noch ein Schmiedehammer. Brandpfeile, Falle und Metallteile. Mhm. Lass das mal vorgehen machen. Zwergenstahl und ein Schmiedehammer. Okay. Das ist Ordnungs meiner Vorfahren. Eltrott Rugolax-Stil, würde ich sagen. Um die 6000 Jahre alt. Die Grolme müssen einst diese Bereiche erobert haben. Wir wandeln auf einem Schlachtfeld. Okay. Eine Kiste. Alchemiezutaten für Gwendala. Wieder untoter Grolm. Grolme, Mehrzahl. So, noch ein untoter Grolm hier. Gut, was habt ihr? Wieder ein Dietrich. Zwergenschnall und ein Schmiedehammer. Knauf und Diamantstaub. Dietrich, Zwergenstahl, Schmiedehammer. Meine Vorfahren haben hier schwere Gefechte ausgetragen. Angrosch sei ihrer Seelenfrieden. Hier geht's in einen anderen Bereich, also guck. Diese Gänge sind so tot wie diejenigen, die sie einst umkämpften. Vorsicht hier! In umkämpften Gebieten gibt es oft noch alte Fallen. Ja, deswegen, wir gehen erstmal hier lang. Okay, das führt in eine natürliche Höhle wieder. Ja, hoffentlich nicht wieder Amöben. Irgendwas hat eine Falle ausgelöst. Doch wieder Amöben. Lass das mal vor bei Angrosch Bart. Erstmal die Amöbe bitte weg. Okay. Spinne ignorieren ist auch nie eine gute Idee. Bei Angrosch, ich versuche mein Bestes. So.
Das bin ich. Thorax. Sprich, du, Freund. Heil dich. Also mach die Wunde weg. Du hast keine Munition mehr, dann nimmst du jetzt mal Kriegsbolzen. Ja. Du hast noch 4 normale Pfeile, dann kannst du endlich mal Kriegspfeile benutzen. So, was geben wir vor, Grimm? Die Pfeile zur Aufbewahrung. Damit sie erstmal nur Kriegspfeile hat. Gut. Ja. Mein Atem geht ruhig. Wieder jede Menge Vorräte hier. Oh, großer Heiltrank. Hier Stange und Knauf. So, das waren Spinneneier. Was habt ihr hier hinten? Oh, ein schönes Versteck gehabt. Steineiche. Wow. So, hier haben wir Feuermoos. Komm, die Spinne zerlegen wir mal wieder. Aufgepasst. Sanja. Sala Agrinda. Ja. Gut, damit haben wir das bisschen Höhle auch. Das heißt, wir waren noch nicht hier, weil wir nicht rein können. Und ja, hier gibt es halt noch weiter in einen anderen Bereich. Wir stinken halt schon wieder. Dann lassen wir das erst einmal. Weil unendlich Seife haben wir auch nicht. Und dass ich Zwerge ständig waschen kann, können wir ja auch nicht zulassen. So, hier gibt es untote Grollme. Ah, diesmal nur 2 Stück. Ich wollte gerade, habe eigentlich gerade gedacht, ihm steckt ein Pfeil im Kopf, aber nein, er hat so ein Stirnband mit einer Kerze. Haben wir Metallteil und Parierstange. So. Oh. So, wo sind wir? Wir sind in den Zwergenräumen. Da haben sich wohl die. Du bist noch am Leben. Go, go, go! Sei achtsam! Die Grollmorin besitzen hier einst schon uns angeschieden. Aha. Bist du bei diesen Kämpfen gestorben oder in einer ihrer Fallen? Nein, ich habe nicht gekämpft. Niemand war mehr am Leben, als ich hier suchte. Was habe ich nur gesucht? Alles ist vergessen. Warum haben sich hier Zwerge und Grollme bekämpft? Die Grollmorim waren scheußliche Drachenverehrer. Warum weißt du das nicht mehr? Die Grollme haben hier unten wirklich Drachen verehrt? Seltsam. Hast du hier jemals Drachen gesehen? Er betet noch heute zu ihnen, aber ich habe nie Drachen gesehen. Vielleicht habe ich es auch vergessen. Warte, nicht in Luft auflösen. Also ja, hier haben sich die Grollme wohl durch die Tür gehackt. In die Zwergenreviere.
Und ja, hier sind Fallen.